Nächster Redner ist Franz Hörl, Tourismussprecher der ÖVP Tiroler Hotelier und Seilbahnbesitzer. Sehr geehrter Herr Präsident, Frau Bundesminister, wenn ich mir das anhöre, mit welchem Horn hier über Maßnahmen gesprochen wird, die man für die Teuerungsausgleich hat, dann frage ich mich, wo wir eigentlich sind. Und Gott sei Dank ist es so, dass wir in Österreich einen Wirtschaftsstandort haben, der leistungsstark ist, der anpassungsfähig ist. Und wenn ich mir das letzte Jahr anschaue, trotz der Pandemie, 4,1% oder 4,3% ist die Wirtschaft gewachsen. Und es ist Gott sei Dank so, dass der Großteil der Wirtschaft, mit Ausnahme meiner Sparte, die natürlich aufgrund der Pandemie und den de facto und den damit bedingten de facto Ausschluss aus dem Binnenmarkt und vielen Schließungen hier natürlich am meisten gelitten hat, denke ich, dass wir trotzdem ganz gut durchgekommen sind. Und wenn wir die Maßnahmen, die Sie jetzt auch, Herr Lohacker, gerade wieder kritisiert haben über die COVAG, wenn wir die ganzen Maßnahmen hier zusammenzählen und dann auf 41 Milliarden kommen, auch Frau Doppelmeier, Sie haben im Ausschuss von einem Bärgeck der Regierung gesprochen. Ich frage mich, 41 Milliarden, ein Bärgeck der Regierung, ein halbes Jahresbudget, 10 Jahreshaushalte des Bundeslandes Tirol. Sie sprechen von einem Bärgeck. Ich hätte mir von Ihnen eigentlich mehr Sachlichkeit erwartet. Und alleine die Kurzarbeit fast 10 Milliarden, ein doppelter Landeshaushalt des Bundeslandes Tirol. Sie sprechen von einem Bärgeck. Ich meine, das ist keine Sachlichkeit, das ist Horn und Spott, den Sie hier über die Regierung aushalten. Und das steht Ihnen gerade als Wirtschaftspartei, als sogenannte Wirtschaftspartei in keiner Weise zu. Natürlich werden wir, so wie Sie es verlangt haben, das Ganze evaluieren, überprüfen, auf Effizienz anschauen. Förderungen sind Steuergelder, mit denen wir sorgsam umgehen müssen. Das brauchen Sie nicht, uns nicht zu sagen. Und ich empfehle Ihnen viele Studien, wie vor beim IHS, bei Eco Austria oder bei KMU-Forschung. Da gibt es ja bereits auch entsprechende Werke. Ja, Corona, wir haben es auch mit einer anderen Krise zu tun. Wenn wir an den westlichsten Teil unseres einstigen Grundlandes Galizien, Lemberg ist ja in aller Munde, denken, vor 100 Jahren waren Abgeordnete aus diesem Bereich Europas mit uns im Reichsratssaal. Also dieser Krieg in der Nachbarschaft, dieser Angriffskrieg lässt natürlich keinen kalt. Und ich bin stolz darauf, dass gerade mein Bundesland, das Heimatland von SOS Kinderdorf, mit heutigen Tag 140 Waisenkinder beherbergt und weitere 200 Kinder mit Einschränkungen erwartet werden. Und wir das alles auch leisten können. Und wir können stolz darauf sein, was die NGOs, was Bürger, was der Bund, was die Länder hier leisten. Ja, diese menschlichen Tragödien lassen uns natürlich nicht in Ruhe und auch nicht kalt. Und deshalb wird die auch und hat natürlich auch entsprechende Auswirkungen auf die Wirtschaft. Deshalb werden wir auch unsere Wachstumserwartungen zurückschrauben müssen und natürlich auch mit Einschränkungen, die wir jetzt ja schon spüren. Auch die Teuerung bei der Energie ist ja auch eine Auswirkung oder wird hier auch als Auswirkung mitgetragen. Aber bei all dem Respekt vor dem und bei allem, was wir tun müssen, möchte ich schon darauf hinweisen, dass das, was Sie hier gerade gefordert haben, dass wir russisches Gas abdrehen und von unserer Seite her das nicht mehr kaufen, das wäre grob fahrlässig, nachdem wir wissen, dass wir abhängig sind. Und wenn Sie immer wieder auf die Wirtschaftskammer hinhauen, die Wirtschaftskammer kauft kein Gas, aber es gibt im Unternehmer, das gerade sollten auch Sie wissen, es gibt im Unternehmer, die nach dem wirtschaftlichen Prinzip arbeiten und die letzten 20 Jahre auch gearbeitet haben. Und hier war die Energieversorgung mit russischem Gas halt auch eine sehr günstige und die wirtschaftlich beste. Eine Fehlentwicklung, die wir reparieren müssen, die können wir aber auch nicht in den nächsten 2 bis 3 Jahren, können wir das auch nicht so ohne weiteres kompensieren. Und Sie regen sich über Teuerungen auf und kommen hier daher und sagen, wir sollen diesen Markt abdrehen. Ich glaube, das ist groß fahrlässig. Die Regierung, das Parlament, wir alle haben viel getan. Wir beschließen heute den von Ihnen mit Hohn und Spott überzogenen Energiekostenausgleich, diesen Gutschein. Wir haben die ökosoziale Steuerreform mit 18 Milliarden auf den Weg gebracht, wo wir die breite Gesellschaft von Unternehmen über die kleinen Einkommen hin entsprechend unterstützen, Familien massiv fördern. Und am Wochenende wurde von der Regierung vorgeschlagen, Frau Bundesminister, es wurde vorgeschlagen, dass wir ein weiteres Paket von 4 Milliarden hier in diesem Parlament in den nächsten Wochen ausarbeiten. Der Kollege Kopf hat bereits gesagt, dass wir hier doch auch noch in einigen Wirtschaftssparten noch etwas nachbessern werden müssen. Aber all diese Maßnahmen zeigen doch, dass hier verantwortungsvoll gearbeitet wird. Wir linden damit die Teuerung, stärken den Standort und sichern damit den Wohlstand für alle. Hören Sie bitte auf mit Ihrem Hohn.